Es ist wieder soweit für den diesjährigen Amateursportpreis 2018. Es darf abgestimmt werden. Vor 5 Jahren hat die Deutsche Olympische Gesellschaft Berlin und der Landessportbund Berlin diesen Preis kreiert. Es geht darum, dass wir alle der Meinung sind, dass es viel zu wenig Aufmerksamkeit für den Amateursport in Berlin gibt. Und da wollen wir Abhilfe schaffen und haben die Sportfachverbände gebeten, hier möglichst gute Amateursportteams in die Nominierung zu schicken. 13 Teams wurden von ihren Verbänden nominiert, aber nicht nur den Sportlern, sondern auch den Unterstützern und Partnern ist körperliche Bewegung eine Herzensangelegenheit. Es liegt uns besonders als regionale Gesundheitskasse am Herzen, die regionalen Sportvereine mit ihrer Arbeit zu unterstützen. Die sind die Basis für gesundheitsbewusste Bewegung und gesundheitsbewusstes Verhalten. Auch Sie können natürlich abstimmen für Ihren Favoriten zur Wahl für den Amateursportpreis entweder auf der Internetseite night-off-sports.berlin oder bei uns bei hauptstadtsport.tv. Wir sind nämlich Medienpartner und finden das echt super. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr Hauptstadtsport TV als Medienpartner dazugewinnen konnten. Die Plattform ist weit verbreitet in Berlin und unterstützt in hervorragender Weise den Amateursport. Das war aber nicht der einzige Höhepunkt des Tages. Am besagten Sonntag gastierte mal wieder das Feuerwerk der Tonkunst in Berlin und das gleich zweimal in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena. Diesmal das Motto Aura. Geheimnisvoll, fesselnd und absolut hinreißend. Der Gastgeber, der Berliner Turn- und Freizeitsportbund, konnte mit diesem 21. Januar mehr als zufrieden sein.